vom islamischen Extremisten zum radikalen Islamkritiker. Das ist in aller Kürze der Werdegang des Publizisten und Intellektuellen Hamed Abdel Samad. Der in Ägypten geborene Autor wurde aufgrund seiner islamkritischen Bücher wie Der islamische Faschismus mit einer Todesfatwa belegt. Der höchst umstrittene Kritiker führt ein Leben im Kampf für Meinungsfreiheit und gegen Denkverbote. Erschienen unter dem Titel Ist der Islam noch zu retten? Gestern Abend hat Hamed Abdel Samad unter anderem darüber mit Religionswissenschaftler Mohammed Bassam Kabani im Radio Kulturhaus diskutiert. Der Islam ist immun gegen Reformen, weil der Koran unantastbar ist, b, weil der Prophet als Vorbild nicht in Frage gestellt werden kann. Für Aussagen wie diese zahlt der Sohn eines Imams, Hamed Abdel Samad, einen hohen Preis. Der radikale Islamkritiker muss ständig von LKA-Beamten bewacht werden. Ein Schriftsteller, der kritische Bücher über den Islam schreibt, muss so leben. Das sagt etwas über den Islam aus in der Gegenwart und das sagt Europa, dass Europa irgendwas verpasst hat, verpennt hat. Man bestimmte Fehlentwicklungen nicht von Anfang an darauf aufmerksam geworden ist, dass man die Grenzen nicht frühzeitig aufgezeigt hat. Man hat im Namen der Toleranz zugelassen, dass die Intoleranz seine Infrastrukturen in Europa aufgebaut und ausgebaut hatte. Im neuen Buch Ist der Islam noch zu retten? Prallen zwei gegensätzliche Reformer aufeinander. Abdel Samad, der von einem gewaltbereiten Islam ausgeht, auf der anderen Seite der renommierte Islamwissenschaftler Muhannad Khurshid. Er ist davon überzeugt, dass nicht der Islam Erneuerungen verhindert, sondern der Mensch. Der Islam sei im Kern eine Religion der Barmherzigkeit. Kontroversen nicht nur im Buch, sondern auch auf der Bühne, dieses Mal im Gespräch mit dem Islamexperten Mohammed Bassam Kabani. Auch erwähnt, dass die Mehrheit der Muslime friedlich leben miteinander. Lesen Sie mal die Geschichte der islamischen Eroberung seit Mohammed bis Rekka, bis IS. Da hat der Islam eine unglaubliche Blutspur hinterlassen. Abdel Samad fordert, Religion muss von den politischen Machtansprüchen herrschender Regime befreit werden. Wenn der Islam sich in der Politik einmischt, am Ende lauert die Diktatur. Weil der Islam will alles regeln, will alles kontrollieren. Der Islam ist nicht gekommen, um Teil einer modernen Welt zu werden, sondern um alles von oben zu bestimmen. Der Ansatz von Abdel Samad ist es, das Ganze abzuschaffen. Nicht an das Problem zu arbeiten, sondern das Ganze abzuschaffen. Weg vom Koran, weg vom Islam, weg vom Scharia, weg von allen Vorstellungen vom Islam und entmachten. Also ich will entmachten den politischen Islam. Beide Autoren beweisen im Buch großen Mut. Ambitionierte Reformpläne fordern in der Regel Feindseligkeiten der Fundamentalisten heraus. So richtet sich Abdel Samad mit folgenden Worten an seinen Co-Autor: Wir sitzen im selben Boot. Wenn es einen Gott gibt, der tatsächlich barmherzig ist, dann möge er uns beistehen.